Ja, EasyTaker, was geht ab? Mein Name ist IWZI, meine Twitch-Subscriber heißt jetzt EasyTaker. Würdest du dich auch als EasyTaker bezeichnen? Ich bin auch ein EasyTaker. Alles klar. Lena und ich sind gerade, wo sind wir? Im Restaurant der Goldenen Schwalbe oder so? Heißt das irgendwie? Ja, ja, das ist mein Logo, ne? Ja, genau. Ja, Goldene Schwalbe. Ja. Goldene Schwalbe, genau. Und das ist relativ edel und das ist eigentlich der perfekte Start in den Tag hier zu starten. Weil da fühlt man sich immer richtig gut. Wenn man hier viel isst, dann ist man richtig fit für den Tag und vital und ist gut drauf. Ja, ich und das macht gut drauf. Nee, das ist noch ein kleines bisschen krank. Wir werden dennoch heute. Kleiner Beweis. Wir werden dennoch heute Karnevalskostüme kaufen. Da werden wir gleich mal vorbeischauen bei einem relativ bekannten Laden in Köln. Deiters heißt der. Den kennen eigentlich die meisten. Da gibt es ganz viele verschiedene Klamotten. Beziehungsweise Karnevalskostüme. Weißt du schon, was du werden willst? Nee. Ich auch nicht wirklich. Ich werde mich inspirieren lassen. Von okay. Der großen Auswahl da. Wir werden gleich mal schauen. Probier ich esse jetzt alles. Ja. Boah, das wird spannend, wenn Dena gleich alles anziehen wird. Ich nehme jetzt hier noch den letzten Bissen hier von meinem Burger. Da. Boah, richtig. Und dann. Ja, normal. Dena hat auch richtig viel gegessen. Oh, das habt ihr gesehen, wo wir sind. Egal, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder da in der Bude, ne? Und dann schauen wir mal, ob es den überhaupt noch bis dahin schafft. So, wir sind jetzt bei Deiters, Meiters, dies, das angekommen. Und obwohl wir 13:30 haben, wobei 13:30 ist jetzt auch nicht mehr so früh, weil wir wieder voll getrödelt haben. Aber obwohl wir 13:30 haben, ist ja echt schon viel los. Und die haben sogar Ordner vorne am Parkplatz, die sich darum kümmern, wo man parkt und so weiter. So vollkommen übertrieben dafür, dass wir einfach mitten in der Woche dienstags haben. Und Dena muss wieder alles einrichten da bei dem Auto. Hier oben seht ihr schon super Karnevalstrachten. Zum Beispiel eine Lederhose ab 69,95 Euro. Oder ein Dirndl ab 39,95 Euro. Und ich habe auf meine Jacke verzichtet, weil ich keinen Bock habe, die ganze drin rumzuschleppen. Sehr spannendes Thema. Wir sehen uns drin wieder. So, wir sind jetzt drin. Haben unsere Kostüme eigentlich soweit gefunden. Ging eigentlich relativ schnell. Ja. Ich bin zufrieden. Ich auch. Und es war ein erfolgreicher Tag. Ja, auf geht's. Ab geht's. Okay, man muss sagen, so die ganzen Sachen sehen an sich irgendwie schon so ein bisschen ranzig aus und sind voll oft immer so voll kacke verarbeitet irgendwie. Ich hatte mir vorher schon überlegt, ich will eventuell so weiß bzw. grau werden. Ich habe jetzt hier mal so ein komplettes Ding, das ist irgendwie so grau. Hier ist ein bisschen Silber noch so weiter mit dabei. Dann wollte ich mich auch noch komplett die Haare grau machen und dann vielleicht noch einen grauen Hut und dann vielleicht noch ein graues Gesicht oder so. Dann bin ich einfach Herr Grau. Und ich probiere das jetzt einfach mal an und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Hey, cool, oder? Das war cool, aber die roten Schuhe müssen weg. Jetzt hast du noch schwarze und silberne Schuhe. Ja, das stimmt. Und ich muss mich noch silber im Gesicht machen und noch graue Haare. Ja. Und dann? Dann ist cool. Nicht schlecht, ne? Ich muss sagen, das passt. Warum ist dein Hut so zerdutscht? Ja, das, weil ich den auch nicht hinbekomme. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Monstermäßiges Outfit, ne? Der geht immer zurück in dieselbe Richtung. Ich hab den schon. Musst du da nicht die Knöpfe oder so? Ach, geht nicht. Nee, nee, die Knöpfe können ja so. Ist nicht ganz so einfach, Leute. Ey. Ja, was machst du denn hier? Guck mal, Zwiebeln gibt's hier auch. Da. Ein bisschen noch einkaufen. Können wir gleich noch vielleicht ein bisschen Salat machen. Das Herz. Du hast ja keins. Das ist aber Gehirn. Zack, echt? Ja, das ist gut. Ah, warte. Hier, noch viel schöner. Hier ist das Herz. Da ist das Herz. Dieses Herz, seht ihr das? Es geht raus an alle Zuschauer. Du hast noch einen Arm. Kann auch so die Kamera halten. So. So. Sehr gut. Oh ja. Hey Leute, heute frag ich euch. Ja, hier ist echt gut, ne? Und dann kann man so tricksen. Indem man zeigt so. Boah, das war einfach nur super schlecht, das habe ich einfach nicht getan, aber besser am dran als am ab! Wir sind bei Deiters, heißt die so? Ja, Deiters, wir sind jetzt fertig, haben fleißig eingekauft. Boah, wir sind komplett dicke Tüten voll. 3 Stunden waren wir da, ne? Echt? Ich hätte noch 2 Stunden länger bleiben können. Leider gab es meins nicht mehr so der 100%igen Größe, deswegen habe ich die ganze Zeit hin und her geguckt. Aber schön, dass wir so gemeinsam hier wieder vloggen. Ja. Boah, bei mir geht's so scheiße. Guck mal, ein pinker Baum. Oh, krass. Boah. Wieso geht's jetzt so scheiße?
weil ich immer noch ein bisschen krank bin und jetzt gerade die letzte Stunde bin ich immer so. Das tut mir sehr leid, das war alles wegen mir, weil ich die ganze Zeit noch geguckt habe so und angerufen habe in allen Läden, habt ihr das nicht noch der und der Größe? Und jetzt werden wir noch kurz überfahren, dann geht es ja wahrscheinlich noch schlechter. Ja, aber du hast schon so häufig auf mich gewartet, das ist in Ordnung. Aber die Luft da drin auch. Fries ist auch kaputt. Total überfüllt. Ist doch, weil jeder kauft sich jetzt auf die letzten Karnevalskostüme ein. Die Luft ist einfach komplett trocken. 3D. Da. 3D. Und die ganze Zeit läuft Karnevalsmusik. Ja, das ist natürlich schlimm. Aber da muss man sich halt dran gewöhnen. Die nächsten Tage werden nicht besser. Ja. Also wir sprechen gleich nochmal. Ich brech mal hier ab an der Stelle. Es ist mittlerweile 10 vor 6. Wir ziehen uns gerade um, beziehungsweise ich bin jetzt schon fertig. Hab hier noch meinen Stock mit so einem Diamanten drauf. Keine Ahnung, ich sehe irgendwie aus wie so ein alter Herr, der hier durch die Gegend kutschiert wird. Ich hab schon überall hingefahren. Und du, aka Sherlock Holmes, oder wer bist du? Ich bin der Fahrer von dir. Ach, du bist einfach nur. So sieht der Fahrer aus. Ja, der Fahrer sieht so aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Detektiv. Ja, findest du? Ja, so hat was davon. Braucht ihr vielleicht noch einen Pfeifer? Ein Fahrer mit einer Pfeife, okay. Und wir wollen jetzt noch. Wenn das Rauch nicht so gut. Wir wollen jetzt noch Ramble aufnehmen. Und wir sind hier gerade an den Ringen. Und also für die Leute, die das nicht kennen, ne, hier so die Hauptstraße, wo Party Marti dies, das ist. Und hier fährt ja auch der. Draußen den Bar so. Und hier fährt ja auch immer der Rosenmontagszug lang, soweit ich das weiß. Und deswegen sind da auch so kleine Tribünen aufgebaut. Und das wäre cool, wenn wir da Ramble drehen könnten. Keine Ahnung, ob das klappt. Wahrscheinlich eher nicht, weil hier über Leute sind, die darauf achten, dass man da irgendwie nicht drauf geht und so. Aber wenn ein alter Herr mit dem Stock vorbeikommt, der den dann verprügelt, dann. Klappt das wahrscheinlich. Wir werden den schon überreden. Ich sag einfach, ich habe Rückenprobleme und muss mich mal kurz setzen. Also dann klappt das wahrscheinlich. Ich glaube auch. Ich glaube das auch. Und ich muss das untersuchen da. Du musst das untersuchen. Ja, ein Fall, genau. Ja. Richtig, so machen wir das. Auf einer heißen Spur. Ja. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen und wir hier an meinem Kletschi erkennen könnt, ist es schon relativ spät, beziehungsweise mittlerweile relativ früh, denn wir haben schon 10 nach 3 mittlerweile und nee, ich habe hier nicht die ganze Zeit das Kostüm an. Ich habe das gerade extra nochmal angezogen, weil ich euch das noch ein bisschen ausführlicher zeigen wollte. Ich bin gerade dabei, hier den Vlog zu schneiden, wie ihr sehen könnt. Schneide ich gerade diesen Vlog hier und nebenbei bin ich noch ein bisschen dran, hier bei Twitch irgendwie so noch ein bisschen was zu machen. Da könnt ihr mich nochmal in der Facecam sehen. Hallo! So, da mache ich gerade noch ein bisschen designmäßig. Was ist immer voll interessant, wenn man den Open Broadcaster auf hat. Also das Programm, womit man streamt, da sieht man hier oben in der Ecke, habe ich so jetzt noch eine Grafik gemacht für neue Follower, also die Follower, die reinkommen. Und wenn das auf ist, dann kann man immer live sehen, wenn gerade neue Follower reinkommen. Und hier könnt ihr auch sehen, hier ist noch der Twitch-Chat auf und ich kann immer sehen, die Leute, die gerade im Chat sind, oh, jetzt habe ich die Kamera ein bisschen hochgehalten, es sind irgendwie die ganze Zeit mittlerweile Leute im Twitch-Chat, das finde ich halt richtig, richtig cool. Vielleicht habt ihr es noch gar nicht mitbekommen, also wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen aktiver auf Twitch und werde da jetzt ein bisschen öfter streamen, auf jeden Fall immer sonntags um 18 Uhr, das steht auf jeden Fall fest, da spiele ich dann ein bisschen Counter-Strike oder Minecraft, immer so ein bisschen abwechselnd, je nachdem. Und ich habe mir hier bei diesem Outfit, das wollte ich euch nochmal genauer zeigen, habe ich mir einmal hier diesen Hut gekauft. Ja, wie ihr sehen könnt, der gehört eigentlich gar nicht wirklich zu dem Outfit dazu, sondern den habe ich irgendwie noch gefunden da und ich fand, der passt irgendwie. Boah, mittlerweile ist meine Frisur echt total im Sack. Aber ich finde, der hat irgendwie ganz gut gepasst, deswegen habe ich mir den geholt. Dann habe ich hier noch so ein Lätzchen, also das gehört eigentlich alles zusammen. Ich weiß gar nicht, ob das früher mal irgendwie eine Krawatte war oder so. Das sieht irgendwie aus wie so ein Schlabberlätzchen. So, und dann ist hier drunter noch so ein... Ja, keine Ahnung, so ein Jackett oder so, kann man irgendwie das, glaube ich, so nennen. So, und da drunter ist dann nochmal so eine Weste. Und natürlich ist da drunter dann das Take It Easy Shirt, ne? Da ist nochmal ein Take It Easy Shirt drunter, weil man muss es ja auch an Karneval Easy taken. Das ist leider ein ganz kleines bisschen klein hier, diese Weste. Aber das gab es leider nur noch irgendwie ein S und so und nicht mehr ein M. Und ich habe es einfach trotzdem mitgenommen. Vielleicht kriege ich es ja morgen mit viel Glück irgendwie nochmal gegen M umgetauscht in einem anderen Laden oder so. Keine Ahnung, ist aber nicht so wichtig. Und natürlich hier meinen kranken Diamant-Stock. So, ist alles so komisch trashig hier, das ist eigentlich total das Plastik, das sieht immer so geil aus in der Kamera, aber eigentlich ist es voll der Trash. Das habe ich mir geholt und ich habe natürlich auch noch, ne, nicht zu vergessen, ich habe ja gesagt, das heißt irgendwie so Herr Grau, habe ich mir hier noch so Haarspray geholt. Soll ich mir einfach mal ein bisschen reinmachen? So, das ist Silberhaarspray, damit ich auch noch natürlich graue Haare habe, die paar Haare, die noch rausgucken. Ich kann das mal versuchen, dann muss ich das aber eben aufmachen. Gucken, ob das klappt. Geh auf, los. Boah, das ging ja sogar schneller, als ich dachte. Klappt das jetzt? Nice. Okay. Muss man das, glaube ich, ein bisschen shaken, ja?
Boah, hoffentlich klappt das jetzt und ich brühe nicht alles voll. Ich habe sowieso irgendwie Schiss, dass das hier an Karneval alles wieder direkt total kaputt ist oder so und direkt alles irgendwie voll gesabbelt oder so. Ich komme mir auch gar nicht vor, wie. Das kommt mir gar nicht vor wie so ein Karnevalskostüm, sondern ich komme mir vor wie so ein Schauspieler in irgendeinem alten Film oder so. Ich werde jetzt einfach mal testweise versuchen, ob das klar geht. Natürlich ohne Hut, das macht natürlich mehr Sinn. Okay. Sieht man da was? Ich sehe da gerade gar nichts irgendwie. Oh fuck. Oh fuck, Leute. Ich habe graue Haare, glaube ich. Ich glaube, ich habe graue Haare. Ich werde alt, Leute. Ich werde alt, fuck. Ich habe eine graue Stirn. Ich werde tot. So in der Art. Boah, ich habe das voll eingeatmet. Boah, kennt ihr das, wenn man das beim Haarspray auch so einatmet? Genauso schmeckt das. Ne, schmeckt noch schlimmer. Boah, schmeckt noch viel schlimmer. So ist das auf jeden Fall jetzt mit den grauen Haaren. Das werde ich natürlich dann noch ein bisschen ausführlicher machen und so weiter. Was ich noch fragen wollte, Leute. Habt ihr Lust, dass ich mal hier dieses ganze Zeug vom Schreibtisch vorstelle? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erklärt habe, ob ich das schon mal vorgeschlagen habe. Alter, was ist jetzt los mit meinen Haaren? Ich wollte das eigentlich schon immer mal machen, dass ich hier das ganze Equipment, was ich mittlerweile hier bei mir angesammelt habe, dass ich das mal vorstelle. Aber ich vergesse das irgendwie immer. Zeig mir das mal mit einem Daumen nach oben und wenn da ein paar Daumen nach oben zusammenkommen, dann mache ich mir mal die Mühe und stelle hier jedes Teil, was ist jetzt mit der Kamera? Dann stelle ich mal jedes Teil, was sich hier so angesammelt hat an meinem Schreibtisch, einfach mal so komplett ausführlich vor. Ich habe jetzt auch zwei neue Bildschirme. Mittlerweile habe ich sogar drei Bildschirme, wie ihr hier sehen könnt. Nebenbei ist hier noch oben der TeamSpeak-Server. Der ist nur für die Subscriber von meinen, also meine Twitch-Subscriber. Den möchte ich hier diesen TeamSpeak-Server zur Verfügung stellen. Also da nehme ich auch immer auf und so weiter. Und das wäre halt cool, wenn alle Twitch-Subscriber irgendwie da mal vorbeischauen würden. Also, hey, Moment mal. Nee, der soll nur für alle Twitch-Subscriber zugänglich gemacht werden und so. Ihr könnt ja auf jeden Fall mal bei Twitch vorbeigucken. Ich heiße da Izzy. Könnt ihr auch unten in der Beschreibung gucken, das ist auch nochmal verlinkt. Und da werde ich halt, wie gesagt, immer um 18 Uhr auf jeden Fall streamen und unter der Woche halt auch noch irgendwie. Hier sind meine neuen Bildschirme, da, Leute. Da sind sie von ISO. Und das, wenn ich hier mein Schreibtisch komplett vorstelle, würde ich das auf diesem Kanal machen. Normalerweise stelle ich diese ganzen Technik-Sachen ja mittlerweile immer auf meinem Zweitkanal vor. Also so die einzelnen Sachen, so wie die Bildschirme und so, stelle ich dann auf meinem Zweitkanal vor, werde ich auch noch machen. Aber das alles, das Gesamtpaket, würde ich dann auf dem Kanal machen. Zeigt mir das einfach mit dem Daumen nach oben, generell, wenn euch das Video gefallen hat. Aber wie gesagt, wenn ihr auch Lust dazu habt, dass ich euch mal den Schreibtisch vorstelle. Das war's mit dem heutigen Video. Ich habe so viel Zeit verbracht heute, dass ich schon alt und grau geworden bin und mittlerweile wirklich alles kaputt ist. Was ist da los mit meinem Kopf? Egal, Leute. Take this easy, nehmt das Leben nicht zu ernst. Macht's gut. Bis dann. Und tschüssi. Graue Haare.